Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Kreativ mit Lillis. Wir machen heute mal was ganz anderes. Ich glaube, das habe ich noch in keinem YouTube-Video gemacht. Es geht natürlich trotzdem um Pinsel und Farben und ich bin froh, dass ich das heute mal wieder rausgekramt habe, denn das hier möchte ich heute mit euch zusammen machen. Ich habe lange Jahre auf Stoff gemalt, für viele Aufträge, selten für mich selbst, aber viele Aufträge. Ob diese Beutel und Taschen da draußen immer noch mit der Person rumlaufen, das weiß ich nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, denn ich weiß, dass diese Farben sehr, sehr langlebig sind, dass die Farben sehr intensiv sind. Ich glaube, das Ergebnis sagt viel aus, denn ich finde sie weitaus schöner, als nur mit Stiften zu malen. Ich habe keine Erfahrung mit anderen Stiften oder mit anderen Firmen, die Textilfarbe oder sowas herstellen in der Form. Die hier ist nämlich sehr flüssig, so ein bisschen vergleichbar mit Acrylfarbe, auch von der Art, wie man damit arbeitet. Das ist keine Werbung, das ist eine Empfehlung. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich arbeite aber schon seit Jahren mit diesen Farben. Ich möchte euch heute hier mit auf die Reise mitnehmen, wie ich das hier gestaltet habe, wie ich diese ganzen Übergänge gemacht habe und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Wir brauchen für unsere Tat heute, um Stoffe zu bemalen, ein paar Stoffe. Ich habe hier ein paar kleine Täschchen, die sind aus Biobaumwolle. Die gibt es in verschiedenen Farben noch, in Navyblau und in Schwarz. Dann habe ich hier Textilfarben. Ich habe hier noch mehr. Das sind halt richtige Textilfarben. Die sind wasserbasiert. Die lassen sich auch gut mischen miteinander. Die trocknen auch nicht allzu schnell. Das heißt, man kann auch gut auf dem Stoff noch ein bisschen so verblenden, also ein bisschen Farben, auch die Übergänge schön weich machen. Sie können fixiert werden durch Bügeln. Hier steht jetzt drauf 150 Grad, 8 Minuten. Wirklich sehr, sehr klein steht das hier drauf. Aber ich kann es noch lesen. Und sie sind waschbeständig bei maximal 40 Grad. Voraussetzungen für die Farben sind auch, dass maximal 20% Kunstfasern enthalten sind. Also sie sollten mindestens 80% aus Baumwolle sein, dass die Farbe dann auch garantiert hält. Sicherlich wäscht sie sich halt irgendwann aus. Also jetzt aber auch nicht so, dass sie irgendwann verschwindet. Sie verblasst halt einfach ein bisschen. Aber ich habe mittlerweile schon so viele Textilien bemalt. Ich habe es vielleicht schon lange nicht gemacht, aber ich habe schon viele Textilien bemalt. Und es dauert wirklich sehr, sehr lange, ehe da irgendwas verblasst oder abgeht oder irgendwas dergleichen. Das ist jetzt hier keine Werbung. Das ist eine Empfehlung aus Überzeugung. Ich habe jetzt hier ein paar Farben und damit möchte ich heute ein bisschen sowas Fruchtiges auf dieses Täschchen hier mit euch zaubern. Dazu brauchen wir Textilfarben. Ich kann euch nicht sagen, wie sich andere Farben auf Textilien verhalten. Also einen Tipp kann ich euch da jetzt nicht geben. Ich finde, die Farben, die ähneln von der Konsistenz und von der Beschaffenheit, auch wie sie hertrocknen und alles, finde ich, ähneln sie Acryl. Ich habe jetzt auch schon öfter bei Instagram und Co. gesehen, dass man auch mit Acrylmarkern zum Beispiel auf Textilien malen kann. Da weiß ich aber nicht, wie und ob man die fixiert. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt und wie lange die halten. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, wenn ich mich mit Acryl bekleckere, dass das so schnell aus den Klamotten nicht rausgeht. Deswegen denke ich schon, dass die gut halten. Aber das hier sind jetzt halt richtige Textilfarben. Die gehen definitiv beim ersten Waschen nicht ab. Dann brauchen wir ein paar Pinsel. Ich habe jetzt hier nicht meine besten Pinsel. Das ist aber völlig ausreichend. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Ich überlege gerade, ich nehme eigentlich immer gerne ein Blatt Papier zum Mischen, weil die Farben, die trocknen und die sind dann halt wie Acryl fest. Die lassen sich nicht anlösen, wie Aquarell- oder Gouache-Farben. Deswegen kann ich danach das Blatt dann halt einfach weghauen. Ich mische eigentlich auch sehr bedacht. Also ich mische jetzt, ich sehe hier gerade, dass meine Farben total eingestaubt sind. Ich habe die tatsächlich lange nicht benutzt. Und genau, also wir brauchen Pinsel, Wasser, Farben, Untergrund, Stoff, mindestens 80% Baumwolle. Dann nehme ich mir mal ein Blatt Papier, um das als Mischpalette zu nutzen. Ich falte mir das bloß mal ein bisschen zusammen. Dann kann man das vielleicht auch öfter nutzen. Ihr könnt auch ein altes Schmierpapier nehmen. Ich habe jetzt hier auch welche liegen. Ich will jetzt hier bloß, dass das für euch ein bisschen ordentlich aussieht und dass ihr jetzt nicht durch irgendwelche alten Skizzen abgelenkt werdet. Deswegen nehme ich jetzt ein saures Blatt Papier. Was brauchen wir noch? Vielleicht noch ein Tuch, um den Pinsel zu trocknen. Wenn ihr habt, könnt ihr auch noch eine kleine Pinselbank nutzen. Ist aber nicht notwendig, also nicht zwingend erforderlich. Ansonsten könnt ihr das gerne benutzen. Und dann möchte ich eigentlich direkt anfangen. Ich habe die Farben jetzt alle einmal richtig ordentlich durchgeschüttelt, dass die Pigmente auch noch schön hin und her fliegen.
Und ich mache immer gerne den Deckel hier oben auf das Glas drauf, weil ich das halt tatsächlich eine Weile offen habe. Hier habe ich jetzt geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt und es kommt nichts an. Ihr seht, dass ich die Farbe mal gerne aus dem Deckel nehme. Und ich packe den Deckel meistens gerne auf den Farbnapf drauf, dass hier nicht so viel Luft drankommt, dass die nicht so schnell austrocknet. Ne? Also wir arbeiten jetzt hier natürlich auch keine Stunden, einfach nur so eine kleine Vorsichtsmaßnahme. So, ich möchte ja mit euch Zitronen drauf malen. Ich mache es jetzt nur auf einer Seite. Man könnte es natürlich dann auch beidseitig machen. Ich fange jetzt hier einfach tatsächlich frei Schnauze an, drauf loszumalen. Und nehme jetzt einfach mal hier meinen Flachpinsel. Ich hoffe, ich muss den mal vorher ein bisschen anfeuchten, um zu gucken, ob der abfärbt. Das habe ich nämlich nicht getestet, aber nein, gut. Der färbt nicht ab. Und dann fange ich direkt mit der hellen Farbe hier an. Ich nehme das direkt raus hier. Und gehe direkt drauf los. Ach so, vielleicht noch zur Information. Ich packe jetzt hier, normalerweise würde ich sofort empfehlen, packt euch bitte was dazwischen, sonst drückt es nämlich durch in. Aber der Stoff hier ist so dick, da muss ich wirklich sehr nass arbeiten, dass das durchdrückt. Ja, und deswegen mache ich das jetzt hier nicht. Also ich habe mir jetzt hier nichts drunter gepackt, aber ihr könnt euch natürlich, ihr seht ja hier ein gefaltetes Blatt Papier, das passt hier perfekt rein. Das könntet ihr euch sofort reinlegen. So, ich mache das jetzt hier mal ganz grob. Und ihr seht schon, die Farbe, die trocknet nicht sofort. Das ist nämlich ganz gut so. Das heißt, wir können hier mit verschiedenen Farben, wenn ich jetzt hier nämlich noch ein bisschen an das Gelb gehe, können wir hier verschiedene Farben noch einarbeiten und die richtig schön verblenden. Könnte man hier noch ein bisschen. Ich weiß, jetzt kriegen hier bestimmt gleich wieder welchen Anfall, dass ich hier mit dem farbigen Pinsel in die Farbe reingehe. Ja, ich mache das so. Ich mache das so. Kann man hier noch ein bisschen heller werden. Man kann das so richtig cool verblenden. Ich mag das total gerne. Ihr könnt natürlich auch die Pinsel zwischendurch immer wieder sauber machen. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen ins Rötliche gehen oder je nachdem, was ihr für Farben da habt. So, dann nehmen wir mal die nächste. Dann möchte ich jetzt eine offene. Eine geschnittene quasi, eine aufgeschnittene. Und ihr müsst hier auch gar nicht perfekte Rundungen. Eine Zitrone, wenn ihr die aufschneidet, die ist nicht perfekt rund. Das liebe ich ja auch so an der Natur. Die ist unperfekt. Ich finde auch, dass die sehr gute Konsistenzen haben. Die sind nicht zu dick und die sind auch nicht zu flüssig.
Die Textilfarben sind übrigens auch optimal, um auf dunklen Untergründen zu malen. Das ist jetzt bei der Firma tatsächlich Textil Plus. Und wenn die Farben auch getrocknet sind, kann man natürlich auch noch schöne Akzente dann mit den Farben noch draufsetzen. Es sind sehr viel Wasser dran. Es muss nicht immer alles perfekt sein, ne? Ich werde jetzt hier gleich noch eine hinmachen und dann zeige ich euch, was ich noch vorhabe. Ich will das ja noch ein bisschen verzieren. Ach nee, hier machen wir noch eine Zitronenscheibe hin. So, das Gelb brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das mache ich auch dann direkt zu. Stell es beiseite.
Das sieht jetzt schon richtig frisch aus. So, das Grün. Doch, das Grün brauchen wir noch. Das Weiß vielleicht auch noch. Das Gelb brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich hier noch ein paar Farben. Jetzt nehme ich noch einmal Braun. Schönes Braun. So, einmal Grün. So, als erstes brauche ich ein bisschen Braun. Seht, dass ich jetzt mein Blatt eigentlich nie so wirklich benutzt habe hier, ne? So, das könnte man jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ganz leicht gucke, das ist nämlich noch nicht trocken hier. Ich wasche den jetzt mal so ein bisschen aus, gucke aber, dass so ein bisschen noch dran bleibt. Und dann kann man hier ein bisschen. Verwischen in den. So ganz leicht. So. Man könnte auch. Zum Stielchen noch reinkommen. Auch und hier an der Seite noch. Und dann möchte ich, das mache ich jetzt hier mit dem etwas größeren Rundpinsel, schöne Blätter. So, und dann nehmen wir das saftige Grün als erstes. Hier müssen die Kanten nicht sauber sein. Und die Blätter nicht perfekt symmetrisch. Erst alle Blätter, weil die Farbe trocknet eh nicht so schnell. Da kann ich gleich mit dem dunklen Grün auch noch rangehen. Und ich habe mir keine Skizze vorher gemacht. Das ist jetzt wirklich aus dem Kopf heraus. Und passt immer schön auf eure Ärmel. Es ist wirklich eigentlich zu empfehlen, entweder alte Sachen anzuziehen. Oder tatsächlich die Ärmel hochzukrempeln. Man kommt so schnell ungewollt da rein. Und ich habe schon einige Pullover, die an den Ärmelrändern hier voll geschmiert sind mit Farben, die nicht mehr rausgehen. Zu, was wir nicht mehr brauchen.
Und ich finde, man sieht sofort, wenn man so eine zweite Farbe mit reinmischt, das bringt einfach viel mehr Leben mit rein. Sehen könnt, habe ich das Weiß noch offen. Ah, das macht doch schon was aus. Und mit dem Weiß, dadurch, dass die Zitrönchen jetzt hier auch schon gut angetrocknet sind, die sind noch nicht richtig trocken, kann man aber hier jetzt natürlich auch noch schöne wirklich Lichtreflexionen reinsetzen. Ne? Hier oben bei der auch. Nicht ganz trocken, aber schon fast. So. Damit gebe ich mich aber noch nicht zufrieden. Ich möchte gerne noch einen blauen Hintergrund und da kommt das dann nochmal so richtig raus. Und ich habe den bewusst nicht vorher gemacht, nicht weil dann eine andere Farbe den Stoff drunter blockiert, sondern ich möchte gerne ein paar Ränder lassen, um die kleinen Illus jetzt hier drum, um die kleinen Motive. Ich lasse das Weiß nochmal offen, weil ich vielleicht auch noch ein paar Akzente Weiß ins Blau reinmachen will. Schönes Blau. Das mische ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie heller oder dunkler. Das nehme ich so, wie es jetzt hier ist. Obwohl es ganz schön. Wenn die Farben natürlich eine Weile stehen, dann sind die auch ein bisschen dicker geworden. Ich mische mir hier manchmal gerne ein bisschen Wasser rein. Ja, Pigmente. Farben verunreinigen. Ich arbeite so mit meinen Farben. Wenn die nämlich ein bisschen flüssiger sind, dann werden die Ränder auch ein bisschen sauberer. Nicht so ausgefranst. Dann könnt ihr es auch hier mit ein bisschen Wasser die Farbe auf dem Stoff noch verdünnen und ich habe manchmal so die Tendenzen, sehr nah am Körper mit der Farbe zu arbeiten. Deswegen entschuldige ich mich mal, wenn mal der Farbtopf aus dem Bild verschwindet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß, ihr habt bestimmt gerade gesehen, dass ich hier eine ordentliche Ladung Wasser drauf gehauen habe. Man könnte zum Beispiel auch den Untergrund vorher ein bisschen nass machen und dann noch mit Farben arbeiten. Dann hat das so einen ganz leichten Aquarell-Touch. Ist auch sehr schön, sein kann. So, ich könnte mir jetzt hier, den Pinsel lasse ich jetzt mal hier liegen, so schnell trocknet die Farbe nicht, gehe ich mal ins Weiß rein. Einfach nur so ein paar
Akzente auch nicht durchweg. Dass es so ein bisschen beliebter aussieht. Und ich finde, hier schon kommt das schon schön raus. So, den mache ich aber auch, weil ich nicht weiß, wann ich ihn das nächste Mal benutze. Und ich arbeite jetzt mal still hintereinander weg auf die andere Seite hier rüber. Ich bin fertig und ich mag es so, so gerne. Es sieht so schön aus. Das sieht so knallig aus. Eigentlich wollte ich so was Frühlingshaftes haben, aber es macht gerade so Lust auf Sommer. Dieser Kontrast zwischen Gelb und Blau. Die gefällt mir richtig gut. Und was ich vielleicht noch zu den Farben sagen möchte, mein Umgang mit den Farben ist vielleicht nicht der beste. Aber hier stehen Farben auf dem Tisch, die habe ich schon über 7 Jahre. Die schimmeln nicht, die stinken nicht. Die sind halt manche, wo wenig Farbe drin ist, tatsächlich nur eingetrocknet. Meine Farben sind sauber, also der größte Teil im Pott. Die einzigen Farbteile, die dreckig oder die manchmal so ein bisschen verunreinigt sind, sind die Farben im Deckel. Aber ich nutze die Farben, ne? Ich nutze diese Farben und niemand anders. Und selbst wenn sie jemand anders nutzen würde, es gibt immer ja noch ein Kleckschen weiße Farbe. Aber egal, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht eigentlich um dieses tolle Ergebnis. Ich finde das richtig, richtig schön. Ich finde auch, dass hier so die Ränder sind, also dass man sieht, dass das einfach drauf gemalt ist. Ich finde das so toll. Man könnte jetzt auch noch die Rückseite bemalen. Ich lasse jetzt aber nur die Vorderseite. Dann, warum auch immer, ich belasse es jetzt bei der Vorderseite. Es sind Akzente da, es sind Blätter da, es sind die Farben, wie die miteinander harmonieren, das gefällt mir einfach richtig gut. Und ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie so ein bisschen inspirieren konnte, vielleicht auch mal was anderes, vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich weiß, manche haben schon viele Sachen zu Hause und dann noch so eine Anschaffung. Der Unterschied mit Stiften und flüssiger Farbe ist einfach meilenweit. Vor allen Dingen, wenn es um den
um den Kontrast der Farbe geht, wenn es um die Kräftigkeit der Farbe geht. Es ist einfach viel, viel intensiver und ich bin der Meinung, sogar vielleicht langlebiger. Ich habe da auch keinen direkten Vergleich, weil ich Stifte von Anfang an nicht benutze, weil es mich immer gestört hat, dass Stifte nicht komplett deckend sind. Deswegen nutze ich von Anfang an flüssige Farben und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wenn ihr bei Instagram ganz weit runter scrollt bei meinen über 1000 Beiträgen, da findet man auch noch ein paar Bilder. Hin und wieder findet man mal so immer zwischendurch ein Bild, wo ich einen Beutel bemalt habe oder was auch immer, mit Schriften, mit Bildern, mit Motiven. Auf meiner Webseite werdet ihr definitiv fündig. Da gibt es eine ganze Galerie mit Bildern auf Stoff. Ich habe das eine Zeit lang richtig viel gemacht, aber es ist irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Eigentlich irgendwie ein bisschen schade, aber so als Highlight zwischendurch zu haben, das macht auch Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, egal welcher Tag heute ist und egal, was ihr heute noch vorhabt. Viel Spaß dabei, viel Entspannung dabei, viel Ruhe. Ich hoffe, ich kann euch mit ein bisschen Kreativität anstecken und euch ein bisschen inspirieren. Ihr könnt das Motiv ja auch auf Blatt Papier bringen mit Medien eurer Wahl. Macht auch Spaß, ist auch schön. Und hiermit wünsche ich euch alles Gute. Ciao, bis zum nächsten Mal.